Nichtsdestotrotz, die Ursache ist eigentlich die, dass ich halt einfach keine Zeit gerade finde. Oder ich formuliere es mal anders. Ich bin eigentlich jemand, der die Meinung vertritt, Zeit hat man nicht, Zeit nimmt man sich. Und meine Prioritäten liegen halt gerade momentan ein bisschen woanders. So, nichtsdestotrotz möchte ich meine Vorspiele natürlich weiterführen, auch wenn es nur ein Hobby ist, eben weil es nur ein Hobby ist. Das heißt, ich will mir da eigentlich wirklich auch gar keinen Druck machen, sondern ich mache das einfach nur so für mich, wie ich da halt jetzt gerade Lust drauf habe. Und momentan habe ich halt irgendwie mal wieder die Lust, mich hier in dieser Riesenbaustelle ein bisschen zu verdingen. Mit der Riesenbaustelle haben wir ja einen riesen Heckmeck gemacht. Wobei ich auch noch nicht wirklich einen Plan oder ein Konzept habe, wohin das Ganze hier jetzt erstmal führen wird. Allerdings habe ich jetzt schon wieder eine neue Idee, mit was ich hier machen will, und dazu will ich jetzt eigentlich erstmal, das wollte ich ja schon immer, will ich hier erstmal dieses ganze Areal ein bisschen einebnen. Und wie gesagt, das ganze Zeug einebnen, das wollte ich ja schon die ganze Zeit eigentlich. Zumindest alles so halbwegs auf ein Niveau bringen, damit wir hier wirklich eine große plane Fläche haben. Weil wir denken dran, dass hier das Ganze sollte ja quasi für das Dorf da oben, von dem es momentan nur ein Haus gibt, nämlich meins, sollte das quasi der Rückzugsort sein, wenn es jemals zu einem Angriff von gegnerischer Seite kommen sollte. Ich wollte gerade sagen, kommen sollen würde, aber kommen sollte. Genau. So. Und vor dem Hintergrund wollen wir jetzt hier halt erstmal alles plan machen, damit wir dann, wenn wir das Plan haben, Dinge machen können, die für uns eben, die uns ein Leben unter Tage ermöglichen. Deswegen haben wir hier auch hier diese riesigen Lavafelder, weil die halt quasi auch so ein bisschen als Lichtquelle dienen. Und wenn ihr euch jetzt hier mal so ein bisschen umschaut, dann seht ihr schon, dass mit der Lichtquelle das funktioniert mäßig. Was wir hier halt sehen ist, okay, das klappt mit dem Licht für 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Felder ungefähr. Sagen wir 6 Felder. Wobei ich da nachdenken muss, ob ich das mit diesen 6 Feldern, ob das mir wirklich reicht oder nicht. Weil was ich nämlich jetzt überlegt habe, ist, ihr seht ja da hinten diesen Brunnen, diesen Aufzug. Und ich habe mir überlegt, das gleiche kann man ja theoretisch mit Lava auch machen. Und dann hätten wir quasi Lichtsäulen in dieser, also dann hätten wir quasi Lava-Lichtsäulen, die wir dann halt von oben nach unten ziehen. Und wenn ich nach unten sage, dann meine ich nach unten. Also ihr kennt das ja, da hinten, da haben wir hier so ein untergeordnetes Gedönse, wobei ich halt noch am Überlegen bin, ob ich das nicht vielleicht sogar noch weiter runterziehe. So. Also. Dann würde ich jetzt erstmal hier hochbauen wollen. Und wie gesagt, also wenn wir das dann haben, dann könnte man ja theoretisch wirklich diesen ganzen Spaß. Da ist noch eine und dann muss ich sie von oben wegnehmen. Alles klar, habe ich verstanden. So, dann könnte man diesen ganzen Spaß quasi nutzen, um diese Räumlichkeiten hier auszuleuchten. So, dafür müssen wir jetzt hier natürlich erstmal wieder riesige Baustelle haben. So, also auf diesem Niveau will ich es auf jeden Fall mindestens haben. Deswegen hauen wir erstmal wirklich alle Steine weg. Ich weiß, dass es mit anderen Spitzhacken besser gehen würde,
Aber Steine sehe ich halt momentan relativ viel Nachschub momentan. Insofern würde ich den eigentlich auch schon ganz gerne nutzen. So. Oh, ja dann 8, hopp, hopp, hopp und hopp. Und 7 auch noch ein. So, das habe ich ja jetzt vergessen, dass ich ja die Hungermod aktiv habe. Ich habe schon gedacht, ich müsste jetzt hier irgendwie gegen irgendein Monster kämpfen oder sowas. Aber es war einfach nur die Hungermod. So, was ich momentan an diesem großen Ding habe, ist halt wirklich das, dass ich wirklich viele, viele Baustellen habe. Das kann auch auf Dauer ein bisschen demotivierend sein, diese vielen Baustellen. Auf der einen Seite ist es cool, weil man immer was zu tun hat, auf der anderen Seite fängt man immer so viel an und macht es nicht fertig. Und ich bin eigentlich ein Mensch, der Dinge gerne fertig macht, bevor er sie unterbricht und was anderes anfängt. Was mich wieder zum Thema Anno bringt. So, Anno 1602, das habe ich ja angefangen. Wie gesagt, ich will es fertig machen, definitiv. Deswegen habe ich das Ganze ja wieder angefangen, weil ich es schon mal gespielt hatte und ich es ganz gerne fertig spielen wollte. Und ich eigentlich diese Let's Playeritis ein bisschen dazu nutze, auch mich selber zu zwingen, Spiele fertig zu spielen. Also gerade dadurch, dass ich sie publiziere, ich einen gewissen externen Druck mache, die Spiele auch fertig zu spielen. Und nicht dauernd immer nur irgendwas anfangen, um es dann halblebig liegen zu lassen. So, normalerweise spiele ich Spiele durch, normalerweise spiele ich auch Spiele, die ein Ende haben. Bei Mindtest ist es jetzt ein bisschen anders. Morrowind ist auch so ein Spiel, was ich noch endlos spielen könnte. Was ich eigentlich auch unbedingt noch spielen möchte. Ich habe allerdings halt, dass ich bei Morrowind das Problem habe momentan, ist, dass ich halt das angefangen habe mit einer englischen Version von Morrowind und ich jetzt allerdings von Windows weg zu Linux migriert bin, schon länger. Also jemand, der mir folgt, der hat es mitgekriegt, dass ich das schon länger gemacht habe. Ich habe noch ein paar reine Windows-Spiele. Ach ja, da kann ich euch noch auch eine lustige Geschichte erzählen. Mache ich vielleicht später. So. Auf jeden Fall bin ich halt von Windows wegmigriert zu Linux schon länger. Und ich würde aber ganz gerne Morrowind ab und zu zumindest noch ein bisschen spielen. Jetzt gibt's quasi einen freien Morrowind-Clone. Also man braucht immer noch die Spieledaten. Also man kommt nicht um seine legale Kopie von Morrowind rum. Aber es gibt quasi ein Rewrite der Engine von Morrowind-Fans. Was an und für sich schon mal eine coole Sache ist. So. Auf jeden Fall diese Morrowind-Fans. Will ich das wirklich alles wegmachen? Also eigentlich müsste ich auf dieses Niveau gehen. Momentan schwebt mir ja dieses Niveau vor, aber eigentlich müsste ich wirklich, also eigentlich wäre es richtige wegen im Wasser. So, ich bin noch mal kurz ein bisschen am Überlegen. Ich bin noch mal kurz ein bisschen am Überlegen, wo ist denn der Runtergang? Da ist der Abgang. So. Weil eigentlich könnten wir ja sogar bis auf dieses Niveau gehen. Das ist quasi das, was wir machen könnten. Wir könnten wirklich sagen, das gefällt mir hier eigentlich alles irgendwie nicht so. Da hätte ich zum Beispiel gerne ein Geländer. Kann ich doch machen. Kohle habe ich keine, schade. Okay.
Das wäre fast eine Möglichkeit. Dass ich hier auf, genau, auf diesem Niveau sage. Ja, aber wenn, dann muss ich das ja. Ich bin schon wieder am Überlegen. So, aber wenn, dann müsste ich das ja auf dem Niveau anfangen. Also, nein, wenn, dann müsste ich das wirklich so machen, dass ich hier sage, ab hier durchgraben. Und wie gesagt, entscheiden kann ich das ja immer noch. Jetzt sollte ich aber erstmal die, die eh schon oben sind, sollte ich erstmal die wegmachen. Das Problem, das wir hier halt haben, ist, wir haben hier halt Wasser und eigentlich müssten wir damit auf diesem Niveau bleiben. Das heißt, eigentlich hätte ich dieses Lavafeld ein bisschen weiter hochziehen können, zum Beispiel auf dieses Niveau. Also eigentlich, wie auch immer, so. Eigentlich müssen wir jetzt erstmal eben machen. Und eigentlich erstmal auf dieses Niveau. So, und deswegen hauen wir erstmal hier rüber die Steine weg, damit wir das gemacht haben. So. Okay, also. Wo war ich? Ich sollte mich nicht ablenken lassen. Wir waren bei Morrowind. So, es gibt Fans, die haben quasi einen Rewrite von der Morrowind Engine gemacht und ein bisschen verbessert. Und damit kann man so quasi seine Morrowind-Daten und seine Morrowind-Savegames und alles Mögliche laden. Und eigentlich würde ich diese Engine gerne nutzen, um wieder ein paar Morrowind-Dinge aufzunehmen. Also um wieder ein paar Morrowind-Sitzungen zu machen. Das Problem, das dabei ist, ist, leider wird mein Savegame nicht richtig interpretiert. Also jemand, der meine Morrowind-Zeiten verfolgt hat, der hat ja festgestellt, dass ich quasi Morrowind aufgelöst habe. Also ich habe Dagoth Ur besiegt und bin jetzt der super-duper Held, alle sind glücklich, bla bla bla. Und ich würde jetzt eigentlich ganz gerne noch ein bisschen rumlatschen und einfach so die Quests noch so ein bisschen machen. Und einfach die Welt entdecken. Ist nur eben das Problem, dass mein Save Game von diesem freien Morrowind Engine nicht 100% richtig gelesen wird. Was zur Folge hat, dass ich irgendeine Superkrankheit habe und überall, wo ich dann hingehe, die Leute um mich herum verrecken. Was natürlich super suboptimal ist, weil ich dann keine Quests mehr haben, weil ich dann keine Leute mehr. Also ich kann die alle ausplündern und alles ist gut. Es gibt ein paar Personen, die überleben, quasi was auch immer ich habe. Den Fluch, den wie auch immer. Aber das ist jetzt natürlich ein bisschen traurig und die ganze Story nochmal spielen will ich halt eigentlich auch nicht. Also ich bin jetzt kein Mensch, der sagt, okay, wow, cool, komm, spiel mal alles nochmal neu. Wir haben das ja alles schon gespielt und du wirst es halt nicht mehr so spielen. Also diesen Spielstand wiederherstellen, das wird echt schwierig. So, und deswegen bin ich da noch so ein bisschen am Hadern, dass ich sage, ja gut, was mache ich denn da jetzt? So. Ich persönlich hätte natürlich schon Interesse. Selber dieses Parsing von meinen Save Games, einfach weil ich es halt kenne und weiß, was mein Zustand damals war. Natürlich nicht alle intern versteckten Dings, Fehler, Zustände, was auch immer. Aber zumindest so prinzipiell hätte ich eigentlich schon Bock, quasi selber meine Save Games zu analysieren. Also da gibt es halt diverse Tools zum Analysieren von den Save Games und so weiter. Hätte ich schon Lust, selber meine Save Games zu analysieren und so weiter. Aber ich finde die Zeit nicht.
Also, wie gesagt, es gibt dann halt Dinge, die sind mir wichtiger, weil da müsste ich mich dann halt wirklich Tage drin in das Speicherformat vertiefen, um für mich Kleinigkeiten rauszufinden. Und mir ist klar, ich könnte es, wenn ich die Zeit hätte, also nicht nur haben, wenn ich genug Freizeit hätte und ich mich ein bisschen in das Speicherformat reingefuchst hätte, eben mit diesen Tools, die andere schon entwickelt haben, also selber die Struktur des Speicherformats rausgefunden, das hätte ich wahrscheinlich nicht. Einfach, weil ich halt nicht die Zeit investiert hätte. Also es gibt da eben Tools, die sind auch recht cool. Aber ich finde halt, ich müsste da so viel Zeit investieren, dass ich finde, dass es eigentlich utopisch ist, also dass ich das auf jeden Fall nicht machen werde.